Wichtige Entdeckungen kommen oft ganz banal daher. So ist das auch auf diesem Getreidefeld in Brandenburg. Hier will uns der Wissenschaftler Jörg Schaller eine Methode zeigen, mit der man das Austrocknen von Ackerböden verhindern kann. Und dann holt er nur ein Gläschen aus dem Kofferraum. Also dieses Pulver hier ist amorphes Silikat. Das kommt in natürlichen Böden zwischen 1 und 6% vor. In landwirtschaftlich genutzten Böden ist es fast nicht mehr vorhanden. Die Pflanzen nehmen das eigentlich auf, also reichern das in ihre Biomasse an. Und wenn ich dann allerdings das Material nicht auf der Fläche abbauen lasse, sondern das Stroh bzw. auch die Korn ernte, dann nehme ich große Mengen dieses Materials aus dem Kreislauf raus. In Ackerböden, die schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten bewirtschaftet und abgeerntet werden, geht der Anteil amorpher Silikate deshalb oft gegen Null. Mit negativen Auswirkungen. Den Pflanzen fehlen diese ungeordneten Siliziumverbindungen nicht nur zur Stabilisierung, Abwehr von Fraßfeinden und Pilzerkrankungen, sondern auch bei der Wasserversorgung. Denn amorphes Silikat funktioniert wie ein Schwamm. Es kann das 7- bis 8-fache seines Gewichts an Wasser speichern. Und dieses Wasser kann es im Boden auch wieder an Pflanzen abgeben. 1% mehr von diesen amorphen Silikaten im Oberboden macht ungefähr 40% mehr pflanzenverfügbares Wasser. Damit könnten Feldkulturen in einer Dürreperiode die Durststrecke bis zum nächsten Niederschlag überbrücken und es gäbe weniger Ernteverluste. Um das zu beweisen, hat Jörg Schaller im Frühjahr mehrere Versuchsflächen mit künstlich hergestelltem amorphen Silikat gedüngt. Unter anderem dieses Feld mit Sommergerste in der Uckermark. Nach den geringen Niederschlägen in den letzten Monaten sollten die Pflanzen auf den mit Silikat behandelten Flächen jetzt eigentlich gesund und kräftig dastehen. Die unbehandelte Kontrollgruppe sollte dahin welken. Aber zu Schallers Enttäuschung ist der Unterschied auf den ersten Blick gar nicht so groß. Ja, wir hatten halt Probleme, dass wir zwischendurch 2 Starkregenereignisse bekommen haben, die natürlich dann die Bodenfeuchte wieder angehoben haben und diesen starken Effekt der Siliziumdüngung auf die Wasserverfügbarkeit natürlich dann zunichte gemacht haben. Das heißt, wir hätten uns eigentlich dieses Jahr sehr viel mehr Trockenheit erwünscht, um die Effekte deutlicher sehen zu können. Trotzdem steht die Gerste auf der behandelten Fläche dichter als in der unbehandelten Kontrollgruppe, wo eher das Unkraut vom Starkregen profitiert hat. Am deutlichsten ist der Unterschied im Vergleich einzelner Ähren. Das ist, denke ich mal, relativ einfach zu sehen, dass von der siliziumgedüngten Variante sehr viel mehr Ertrag zu erwarten ist als von der ungedüngten Kontrolle. Mehr amorphes Silikat im Boden könnte also tatsächlich Dürreschäden verhindern. Aber ist der Stoff so einfach zu bekommen? Also das Material, was man für die Landwirtschaft braucht, hat nicht so hohe Qualitätsansprüche wie jetzt zum Beispiel die Halbleiterindustrie und kann halt auch aus jedem Mineral, also silikatischen Mineral hergestellt werden. Und es fallen auch große Mengen in der Silikatproduktion als Abfall derzeit an. Es gibt mehrere Chemiewerke deutschlandweit, die halt mehrere tausend Tonnen von dem Material derzeit auf eine Deponie fahren. Aber auch andere Branchen könnten liefern. Zum Beispiel Brauereien. In den Malzrückständen sind große Mengen an amorphen Silikaten aus den Spelzen der Braugerste enthalten. Mit solchen Resten aus der Industrie wäre die Silikatdüngung auch bezahlbar. Und wird das Stroh nach der Getreideernte nicht vom Acker geräumt, müsste eine einzige Bodenbehandlung mit amorphem Silikat für Jahrzehnte ausreichen. Es könnte aber auch eine unerwünschte Nebenwirkung geben, die erstmal ganz positiv aussieht. Pflanzen wachsen auf silikathaltigen Böden nicht nur wegen der Wasserspeicherung besser, sondern weil sie hier auch leichter einen ihrer Hauptnährstoffe aufnehmen können. Von den Unmengen an Phosphatdünger, die auf deutschen Äckern ausgebracht werden, ist ein Großteil für die Pflanzen nicht erreichbar, weil sich Phosphat fest an Bodenpartikel bindet. In silikathaltigen Böden löst dagegen freigesetzte Kieselsäure die Phosphatmoleküle und macht sie für die Pflanzen verfügbar. Das heißt, der Bauer kann dann halt je nach Boden für mehrere Jahre auf Phosphatdünger verzichten.
Allerdings darf man eben auch nicht zu viel mobilisieren, weil das kann natürlich, wenn es dann ausgewaschen wird, auch zur Eutrophierung in Fließgewässern führen. Auch das müssen wir noch erstmal klären, bevor wir das wirklich dann in die Praxis bringen können. Damit Bäche oder Seen nicht eutrophieren, sich also nicht durch Nährstoffanreicherung in Algenbrühe verwandeln, müssen je nach Bodenbeschaffenheit ganz unterschiedliche Mengen an Silikat in einen Acker eingearbeitet werden. Um die richtigen Dosierungen zu bestimmen, braucht es noch Forschungsarbeit. Es werden wohl noch 5 bis 10 Jahre vergehen, bis die Silikatdüngung wirklich praxisreif ist. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.